Für diese außergewöhnliche Edition ist auch die Organisation außergewöhnlich. Die ersten Checks wurden dann auch schon vor der Schifffahrt nach Buenos Aires am 25. November in Le Havre vorgenommen. Wir prüfen die Fahrzeugpapiere. Das meiste wird dann aber für alle Teilnehmer in Buenos Aires gemacht. Hier werden nur die Papiere und die Versicherung geprüft, damit die Fahrzeuge auch direkt auf das Schiff können. Hier wird der Schein ausgegeben, der ihnen erlaubt, ihr Fahrzeug bis zum Einladen am Hafen zu parken. Wir überprüfen, ob jeder Teilnehmer seine Hotel- und Flugreservierung hat, gehen mit ihm die Flugzeiten und Hotelregelungen durch, biegen alles, was offen steht, noch hin. Hier werden das GPS und Sentinel ausgezeigt. Das GPS ist das Navigationsgerät, das dem Fahrer zeigt, wo er hin muss und das der Rennleitung zeigt, ob er den richtigen Weg genommen hat. Sentinel zeigt einem Motorrad an, dass es bald überholt wird. Es muss sich dann aber selbst auf die Seite stellen. Wir sind von der Firma TC.com. Wir verteilen die Sicherheitsausrüstung und auch den Eritrack. Ein Kasten, mit dem man mit der Rennleitung direkt in Kontakt treten kann. Das ist bei einem Unfall oder wenn man Hilfe braucht, sehr hilfreich. Ich gebe den Teilnehmern, den Reportern und den Hilfsfahrzeugen Satellitentelefone. Für Teilnehmer und Hilfsfahrzeuge ist das keine Pflicht, nur für die Pressefahrzeuge. Pour l'assistance, il n'est pas obligatoire, mais pareil, vivement recommandé. Par contre, pour la partie presse, le téléphone est obligatoire. Hier wird noch einmal kontrolliert, ob der Teilnehmer auch alles Bürokratische geregelt hat, bevor er zum Materialcheck geht.